Lieber Alfred, das ist also die zweite Übung von Herrn Wieck, von Friedrich Wieck. Wir sind hier in der Serie Wieck Klavierübungen und alle, die nicht Alfred heißen, dürfen natürlich auch zugucken. Das war jetzt also die Nummer 2. Wie du merkst, ist das von der Dynamik anders als bei der ersten Übung. Wie wir schon gesehen haben, geht es dem Friedrich Wieck ja darum, eben nicht nur reine Mechanik, reine Fingermechanik, sondern eben auch immer Ausdruck, immer Klang, immer Musik auch in den Übungen, selbst wenn sie noch so simpel sein sollten, drin zu verarbeiten. Er hat also in diesen Übungen die Idee gehabt, dass man eine Fünffingerfolge spielt, aber eben nicht gleichmäßig, so wie es sehr oft gemacht wird, also fast monoton, sondern in einer Dynamik, in einer aufsteigenden Dynamik, mit einem Crescendo also, bis zum fünften Ton hin. Und interessant ist, dass wenn wir es vergleichen mit der ersten Übung, da war es genau umgekehrt, da hat er einen Akzent auf dem ersten Schlag gehabt und dann wurde es immer leichter. Ja? Also hier geht es darum, diese Dynamik zu kontrollieren. Ich habe es jetzt eben gespielt mit beiden Händen, ich würde aber trotzdem empfehlen, wie immer, das mit zwei Händen, ich habe es jetzt eben mit beiden Händen gespielt, ich würde aber empfehlen, dass du es erstmal einzelhändig spielst, wie eigentlich bei allen Übungen dieser Art, die jetzt am Anfang stehen, wo beide Hände synchron notiert sind. Aber die Idee ist doch erstmal, dass man die Hände einzeln übt, um diese feine klangliche Kontrolle überhaupt zu trainieren. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man sich das vorstellen, technisch, dass man dieses Crescendo realisiert? Wie entsteht Lautstärke am Klavier, könnte man dann auch fragen. Lautstärke entsteht ja physikalisch gesehen eben nicht durch Kraft, wie man oft fälschlicherweise denkt, sondern durch Geschwindigkeit. Durch Geschwindigkeit des Hammers. Je schneller der Hammer gegen die Saite fliegt, desto lauter wird der Ton. Und das hat also mit Kraft gar nichts zu tun. Und jetzt kann man die Geschwindigkeit der einzelnen Fingerbewegung entweder mit dem reinen Finger, mit der reinen Fingerbewegung machen, dass man also den jeweils lauter spielenden Finger eben etwas schneller bewegt. Man kann aber auch helfen mit dem Arm, dass der Arm den Impuls verstärkt. Und da würde ich dir einfach jetzt mal empfehlen, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich sehe das nicht sehr dogmatisch. Ich weiß, es gibt gewisse Schulen, gewisse Klavierschulen, die sagen, man macht es nur mit dem Gewicht, andere sagen, das macht man nur mit den Fingern, andere sagen, das muss das Handgelenk helfen und so weiter. Ich bin eher der Meinung, man soll experimentieren mit allen Möglichkeiten, die es gibt und ausprobieren erstens, wie sich für einen selbst gut anfühlt, mit welcher Bewegung bekommst du den Klang, den du dir vorstellst und dass man auch eine Flexibilität sich entwickelt, selbst bei so einer einfachen Übung eine Flexibilität auch auf unterschiedliche Arten einen ähnlichen Klang, eine ähnliche Dynamik auch unter Kontrolle zu bringen. Weil es kann in der realen Spielsituation natürlich sein, dass die eine oder die andere Bewegung in dem gesamten Kontext einfach besser passt. Deswegen finde ich, es ist nicht gut, nur eine zu lernen. Das Naheliegendste wäre es jetzt wahrscheinlich so zu spielen. Die Hand senkt sich, legt sich in die Tasten und das Armgewicht hilft der Dynamik. Ja, und das hier ist natürlich weniger dynamisch als das. Man kann das aber auch mal umgekehrt probieren. Hier ist dann mehr Schwung im Finger, da die Hand sich hebt, muss der Finger sich mehr bewegen. Man kann es auch mal aus den Fingern probieren. Ja, du siehst jetzt, je weiter ich nach oben komme, je lauter der Ton werden soll, desto größer wird die Fingerbewegung und deswegen hat sie mehr Schwung, deswegen hat sie mehr Klang und mehr Lautstärke. Okay,
Also, so würde ich das erstmal mit beiden Händen üben. Und also einzeln üben erstmal mit beiden Händen. Und dann, wie es auch bei der ersten Übung war, wie es bei den nächsten Übungen auch sein wird, es ist immer ratsam, dann auch in anderen Tonarten zu spielen. Ich würde es nicht übertreiben, nicht immer jede Übung in allen 12 Tonarten spielen, aber mach dir vielleicht eine Tabelle mit allen Tonarten und mach dann mal Häkchen, welche du benutzt hast, so dass du über ein paar Tage dann tatsächlich irgendwann alle auch mal benutzt hast. Es geht dir darum, den Fingern Flexibilität beizubringen. Genauso auch die Idee, zum Beispiel nur auf den schwarzen Tasten zu spielen. Das würde dann so aussehen. Oder auch die Variante mit der Chromatik. Simple Übung von der ganzen Idee her, aber meiner Meinung nach tatsächlich eine überraschend interessante und effiziente, weil es wirklich von Anfang an trotz dieser Einfachheit um den Klang geht. Ja? Ich habe übrigens in Wiecks Buch noch mal ein bisschen geschnökert und habe einen Satz gelesen, der für mich jetzt auch, den ich so unterschreiben kann. Er sagt also in seinem Vorwort von diesem Buch Gesang und Klavier und Gesang heißt das Buch. Auch der erfahrenste Künstler bleibt immer ein Schüler und das Lehren der Kunst insbesondere ist ein tägliches Lernen. Und für mich ist es jetzt auch super interessant, weil wenn ich das hier lehre, lerne ich selbst eine ganze Menge dabei. Ich finde das sehr interessant, mich bei dieser Gelegenheit auch mal in diese Materie tiefer reinzuknien, als ich sonst tun würde. Und noch ein anderes Zitat von Herrn Wieck, von dem Friedrich Wieck. Er war ja bekannt dafür, dass er so ein bisschen seine eigene Methode hatte. Im letzten Video habe ich auch einen Text daraus vorgelesen, wo es um einen Disput mit einem Klavierlehrer ging, der so dieses trockene technische Üben bevorzugt hat oder gepredigt hat und diese ganze musikalische Spielerei irgendwie übertrieben fand. An einer anderen Stelle habe ich jetzt ein Kapitel gelesen, wo es genau umgekehrt ist, ne, wo ein anderer Kollege, eine Schülerin, hat spielen lassen, vorspielen lassen und die spielt einfach völlig ohne Struktur und ohne Sinn und Verstand und vor das Pedal und irgendwie alles ganz unsauber und ganz unrhythmisch und ist aber ganz begeistert, alle sind ganz begeistert, wie schön sie spielt. Und er fragt diesen Lehrer dann ja, wie sieht es eigentlich auch aus mit technischen Übungen? Und der Lehrer lehnt das dann ab und sagt, nein, sowas braucht man gar nicht machen, das kommt alles nur durch die Musik. Und er fragt ihn, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll wäre, beides zu machen und dass sich beides ja eben nicht ausschließt, sondern sowohl das eine zu viel als auch das andere zu viel ist irgendwie nicht gut. Man muss seine Balance finden. Und was er aber sagt hier in seinem Vorwort, schreibt er Folgendes: Aber auch über Gesang unternehme ich zu sprechen. Er war ja nicht nur Klavierlehrer, sondern auch Gesangslehrer. Ein Klavierlehrer von Geist und Herz und so weiter muss die Gesangskunst verstehen und wenigstens Interesse für die Gesangskunst haben, ob er jetzt Sänger ist oder nicht. Und dann schreibt er weiter, wenn ich überhaupt von Gesang spreche, so meine ich nur den schönen Gesang. Und vor allen Dingen denke ich wieder an eine schöne Tonbildung als die Basis für den möglichst schönsten Anschlag auf dem Klavier. Also immer wieder bemerkenswert, dass er über Klang, dass er über Gesang spricht und eben nicht über die reine Mechanik, aber trotzdem die reine Mechanik versucht zu vermitteln, indem er eben diese Übungen auch schreibt und sagt, das muss man beherrschen, man muss die mechanischen, technischen Bedingungen irgendwie drauf haben, aber man darf sie eben nicht von der Musik trennen. Und von der Musik trennen hieße auch, sie immer stereotyp zu machen, also immer die gleichen Übungen auf die gleiche Art machen. Und auch davon rät Herr Wieck ab und sagt, dass man variieren soll. Ja, das kennst du auch von meinen Kursen, wie ich es immer wieder gesagt habe, variieren, 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 immer neue Varianten erfinden. Jede Variante hat einen Lerneffekt und zwar immer einen besseren Lerneffekt als das stereotype Wiederholen von immer dem Gleichen.
In dieser Übung Nummer 2 schlägt er zum Beispiel vor, die Dynamik, die er eben gerade in die Übung reingeschrieben hat, mal umzukehren und mit Staccato und Legato zu spielen. Hier ist also nochmal die eigentliche Übung. Immer crescendo und dann hier die erste Variante. Die Übung soll also jetzt im Decrescendo sein. Jetzt gibt es hier die Variante, alles soll im Piano sein. Und da merkst du dann schon, jetzt auch wie ich gespielt habe, ist gar nicht so einfach, das wirklich gleichmäßig zu spielen, dass alle Töne jetzt gleich sind. Das war jetzt bei mir gar nicht der Fall. Jetzt war der obere zu schwach. Jetzt war er zu stark. Man muss auch tatsächlich sehr, sehr genau hinhören und die Finger sollen sich dran gewöhnen, dass sie bitteschön das erledigen, was die Ohren hören wollen und nicht nur rein mechanisch. Und dann auch noch eine Variante hier, wo jetzt keine Dynamik dabei steht, also da könnte man theoretisch jetzt auch sowohl diese Dynamik benutzen, als auch diese, aber der Anschlag ist Staccato. Etc. und so weiter. Und als letztes schlägt er dann vor, eben diese Tonfolge umzukehren, eben dann die fünf Töne von oben nach unten absteigen zu lassen. Dynamischen Varianten. Also da hat man schon ein bisschen zu tun. Hier wieder mein Rat, nicht zu lange an der gleichen Übung sitzen, vielleicht mal 10 Minuten oder so und das dann auf mehrere Tage verteilen, sich vertraut machen mit so einer Übung und mit den verschiedenen Varianten spielen, sodass es eben nicht eintönig wird, dass es immer interessant bleibt. Okay, das war die Nummer 2. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.